Die Bundesregierung will noch vor der Wahl einen Umschwung in der Corona-Politik. In diesem Video erkläre ich dir, was die Bundesregierung da beschlossen hat und welche Diskussion dazu noch läuft, insbesondere zu den Änderungen an dem Beschluss. Schau das Video unbedingt bis zum Ende an, damit ich dir dann am Ende du ein Gesamtbild hast, was hier in den nächsten Tagen passieren wird. Etwas, was wir hier schon vor einem Jahr diskutiert haben, vor einem Jahr, vielleicht sogar länger noch, ist jetzt bei der Bundesregierung angenommen. Immer wieder war von den verschiedensten Stellen die Fixierung der Maßnahmenpolitik auf die reine Inzidenz kritisiert worden. Ich hatte hier in unzähligen Videos erklärt, wie unsinnig das ist. Viele andere hatten das auch gemacht, wurden als Corona-Leugner, Querdenker oder noch als Schlimmeres diskreditiert. Jetzt behauptet die Bundesregierung mit einmal eine super tolle Idee zu haben. Man sagt natürlich nicht, dass man das vielleicht in der Vergangenheit längst hätte machen müssen und dass das alles falsch gelaufen ist, und man entschuldigt sich auch nicht, dass man im Frühjahr, als das alles offensichtlich war, als auch die Saisonalität von Corona in Deutschland zumindest ganz klar war, noch schnell die Bundesnotbremse, die rein an die Inzidenz knüpft, durchgedrückt hat. Das alles sagt man überhaupt nicht, sondern man macht jetzt eine Kehrtwende und tut wieder so, als ob das die allein mögliche Lösung wäre. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Neuregelung vergangene Woche angekündigt. Er sagt, je weniger Menschen wegen Covid im Krankenhaus behandelt werden müssen, desto mehr Freiheit ist möglich. An diesem Leitsatz sollen die Länder künftig ihre Pandemiepolitik ausrichten. Bei hoher Impfquote wird die Inzidenz nicht überflüssig, aber sie verliert an Aussagekraft. So Spahn. Wir hätten hier eigentlich schon immer gesagt, dass die Inzidenz nur von begrenzter Aussagekraft ist. Er macht es jetzt an der Impfquote fest, leuchtet mir jetzt nicht ein, aber schön, wir haben jetzt offensichtlich eine Änderung. Das ist natürlich wieder eine einseitige Fixierung auf ein Kriterium. Das Kriterium der Bettenbelegung ist aus meiner Sicht besser als das Kriterium der Inzidenz. Was nach wie vor fehlt, ist eine Gesamtbetrachtung der Situation und daraus eine Abwägung und dann eine Einleitung der Maßnahmen. Zum Glück gibt es noch ein Gesetzgebungsverfahren, und hier fand dann auf den Beschluss der Bundesregierung hin die Anhörung im Gesundheitsausschuss statt. Und dort gibt es jetzt klare Überlegungen, ein differenziertes Verfahren einzuführen. Also das, was aus meiner Sicht dann eher der richtige Weg wäre. Es wird diskutiert, weitere Kriterien wie Altersgruppen. Dann will man eventuell auch die Inzidenz mit als Kriterium reinnehmen. Verfügbare intensivmedizinische Behandlungskapazitäten und Entwicklung der Impfquote. Ich halte dich auf dem Laufenden. Sobald hier Klarheit herrscht, dann werde ich dir im Rahmen eines Videos die neuen Kriterien vorstellen und daraus folgende Maßnahmen auch darstellen. Abonniere deswegen gern den Kanal. An meiner Kritik, dass die Auswirkungen der Maßnahmen auch mit in die Abwägung einbezogen werden müssen. An dieser Kritik, an diesem Fehlen scheint sich nichts zu ändern. Also es ist offensichtlich in dieser Richtung nichts in Planung.